Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Genshin Impact Video mit einem weiteren versteckten Achievement, einer versteckten Errungenschaft unter Wunder der Welt, Nanomaschinen, mein Kind. Besiege die gefütterte Pilzbestie im aktivierten Modus, die gerade ihre mächtige Fähigkeit einsetzt. Was bedeutet das? Mächtige Fähigkeiten, das ist einmal, also so nenne ich die Fähigkeiten zumindest, die Fähigkeit, wo die Pilzbestie so Pilzverfolgungsraketen auf euch schießt. Einmal, wo sie wie ein wild gewordener Stier hin und her rennt. Und die andere, wo sie wie ein wild gewordenes Huhn mit dem Schnabel nach einem pickt. Und der aktivierte Modus, wie man den aktiviert, ich denke mal, das ist relativ weitläufig bekannt. Man muss mit Elektroangriffen die Pilzbestie angreifen, bis sich die Leiste unter ihrer Lebensanzeige gefüllt hat. Und dann ist man im aktivierten Modus. Und während sie dann eine ihrer starken Fähigkeiten einsetzt, muss man sie besiegen. Das heißt, am besten macht man sie schon vorher ein bisschen low, wenn das funktioniert, und wartet dann ab, bis sie eine ihrer starken Fähigkeiten macht. Das ist jetzt die mit dem wild gewordenen Schnabelangriff. Oh, das ist jetzt natürlich nicht so gut, dass Yoimiya gestorben ist, aber egal, wir schaffen es sowieso nicht. Genau, jetzt wollen wir nicht zu viel Schaden machen, wir müssen nochmal den aktivierten Modus aktivieren. Weil jetzt der Angriff logischerweise schon vorbei ist. Leben wir mal Yoimiya wieder. Ja, es dauert recht lange, bis die wieder aktiv wird. Genau. Jetzt müssen wir quasi wieder den aktivierten Modus aktivieren. Möglichst ohne sie zu besiegen. Oz, mach nicht zu viel Schaden, mein Lieber. Da haben wir es eh schon. Und jetzt macht sie wieder einen wild gewordenen Schnabelangriff. Währenddessen haben wir sie besiegt und dafür gibt es die Errungenschaft. Wie gesagt, es sieht halt ein bisschen anders aus, wenn sie andere Fähigkeiten benutzt. Ja, das ist halt immer davon abhängig, welche Fähigkeit sie benutzt. Aber im Endeffekt relativ einfach zu bekommen, die Errungenschaft. Und ob ihr sie schon habt oder nicht, könnt ihr übrigens auch einfach nachschauen, indem ihr nach der Errungenschaft sucht. Nanomaschinen, mein Kind. Und das war's. 5 Urgestein, Errungenschaft. Und ich hoffe, ich konnte euch damit weiterhelfen. Bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Würde mich selber ein Like, Kommentar, ein Abo von euch freuen. Und wir sehen uns im nächsten Genshin Impact Video wieder. Bis dahin, haut rein. Und ciao, ciao.